Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Start von MacDart. Wir melden uns zurück nach einer etwas längeren Pause. Zunächst einmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht und dass ihr alle fit seid. Und eine weitere Neuerung, wie ihr es vielleicht jetzt schon gemerkt habt, wir haben ein Ansteckmikrofon auf Wunsch von euch. Da die Tonqualität in den letzten Videos leider ein bisschen nachgelassen hatte, versuchen wir das jetzt mal auf dem Weg. Wenn ihr generell dazu Feedback habt, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Wir lesen die durch und wir werden auch darauf antworten. Wir sind wie gesagt über jede Rückmeldung dankbar und hoffen, dass dadurch jetzt die Qualität der Videos nochmal ein bisschen steigt. So, als Einstieg nach dieser etwas längeren Pause haben wir uns überlegt, wir schauen uns mal den Dart von Christoph Ratajski an. Wir haben den Dart hier einmal in der 22 Gramm Steel Dart Variante, in der 24 Gramm Steel Dart Variante und in der 18 Gramm Soft Dart Variante. Hier hinten habe ich schon mal ausgepackt den Dart in 24 Gramm als Steel Dart. So, wenn wir die zwei Darts hier nebeneinander liegen haben, der Unterschied der Darts ist jetzt nicht so enorm zwischen Steel Dart und Soft Dart. Der Durchmesser beim Soft Dart ist ein bisschen geringer und er ist auch knapp 2 mm kürzer, was jetzt aber nicht so stark ins Gewicht fällt. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Dart, der auch dazu geeignet ist, dass man das sowohl beim Steel als auch beim Soft Dart benutzen kann oder dass man mit dem Dart spielen kann. So, schauen wir uns mal den Dart ein bisschen an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch ganz gut. Wir haben hier im vorderen Bereich einen Ringgrip mit so kleinen Punkten, so ein punktuell eingefräster Grip. Dadurch hat man gerade im vorderen Bereich nochmal etwas extra Grip. Im hinteren Bereich haben wir mehr einen klassischen Ringgrip, der ein bisschen schwächer ist. Und in der Mitte für Bulls mittlerweile fast typisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem Bulls-Dart üblich ist, aber ihr kennt das auch schon vom Suljovic-Dart. Da hat man hier in der Mitte so eine kleine Blankofläche. Ist auch immer super, wenn man den Dart in die Hand nimmt, hat man relativ schnell einen Anhaltspunkt, wie man den Dart festhalten kann durch diese kleine Fläche. Ja, ich würde sagen, ich versuche jetzt gleich mal die 24 Gramm Variante von dem Dart. Die Soft Dart Variante ist wie gesagt sehr, sehr ähnlich zu dem Dart. Können wir gleich gerne auch nochmal auspacken und wirklich direkt neben dran legen. Dann seht ihr, dass der Unterschied einfach nicht so groß ist. Und eben der Grip ist auch sehr, sehr ähnlich bei beiden. Ja, also 24 Gramm ist heute mein Wunsch. Und dann versuchen wir mal. Ich hoffe mal, dass ich die Scheibe noch treffe. Weil ich habe in den letzten Monaten auch nicht besonders viel gespielt. Und dann schauen wir mal. Bis gleich. Ja, also die Winterpause, sage ich jetzt mal, hat mir wohl nicht ganz so schlecht getan. Manchmal hilft es wohl auch, eine Pause zu machen. Ja, so, genug dazu. Also der Dart. Ich nehme jetzt mal den Soft Dart hier direkt mit dazu, dass ihr das einfach nochmal seht. Ich habe jetzt hier einmal den Soft Dart. Ich nehme mal die anderen beiden Darts hier weg. Einmal den Soft Dart und direkt daneben den Steel Dart. Wie ihr seht, von den Maßen sehr, sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, wenn man hier vorne schaut, klar, bei einem Soft Dart kriegt man jetzt niemals so eine Abrundung vorne hin. Das funktioniert einfach nicht aufgrund von dem Gewinde, was da reingeschnitten wird. Zum Dart an sich ist es wirklich ein sehr feiner Dart. Der Grip ist jetzt nicht so ultra scharfkantig, was aber gar kein Nachteil ist, sondern der Dart geht wirklich sehr gut von der Hand. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jemanden, der den Dart ein bisschen weiter vorne anpacken möchte. So, ich habe den Dart ja zum Beispiel mit zwei Fingern so und habe dann mit dem Daumen diese Blankofläche. Mir gefällt das sehr, sehr gut, diese punktuelle Fräsung vorne, weil ich dadurch mit dem Mittelfinger den Dart ein bisschen besser steuern kann und ein sehr, sehr gutes Gefühl habe. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier mal den 24 Gramm Dart ausprobiert. In 22 Gramm liegt der Dart mir sogar noch ein bisschen besser. Ist von den Maßen auch wieder sehr ähnlich. Also die Darts sind alle in einem gewissen Bereich und ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Empfehlung. Ob wir damit so gut werden wie Ratajski selbst, bezweifle ich aktuell noch. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert und vielleicht auch nochmal einfach, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, einen Kommentar da lasst und uns einfach mal ein bisschen Feedback gebt, wie das jetzt aussieht, ob das mit dem Ton besser ist, ob euch das besser gefällt.
oder ob wir an den Einstellungen noch mal ein bisschen schrauben müssen. Dann sage ich mal, bis dahin, macht's gut, ciao.